Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Berger Max. Ich persönlich bin zwar nicht so der Fan von Bundesbahnlokomotiven, aber in diesem Video dreht sich alles um Bundesbahnklassiker. Die Veranstaltung, an der ich dran teilnahm am 16.08.2024, nannte sich Bundesbahnklassiker und Formsignale im Ries. Beginnen tun wir aber am 15. August 2024 und wir befinden uns gerade in Harburg oben beim Schloss. Gleich sehen wir 41018 sowie am Zugschluss die 110262. Beide bespannten den Sonderzug Gerd Müller. Wer Gerd Müller nicht kennt, so wie ich, dem sei gesagt, er wurde am 3. November 1945 in Nördlingen geboren und verstarb nach schwerer Krankheit am 15.08.2021 in Wolfratshausen. Für den FC Bayern München e.V. erzielte er 365 Tore und für die deutsche Fußballnationalmannschaft in 62 Spielen 68 Toren. Bei der Weltmeisterschaft 1974 erzielte er den Siegertreffer zum 2:1 Endstand gegen die Niederlande. Diese herausragende Torquote und unnachahmliche Spielweise brachte ihm den Spitznamen Bomber der Nation ein. Wieder was dazugelernt. Dieser Sonderzug verbindet die Wirkungsstätte von Gerd Müller einmal München und Nördlingen. Der Sonderzug ist am frühen Morgen in München gestartet, fuhr nach Nördlingen und dann eben am Abend wie hier wieder zurück. So sah übrigens in Nördlingen unser Blick aus dem Hotelzimmer aus. Ich finde, ganz reizend. Nun schreiben wir aber den 16.08.2024 und beginnen um 6.50 Uhr unsere Fotoreise. Beginnen tun wir auf der Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth. Um 6.50 Uhr verließ 139314, diese hatte übrigens einige Tage zuvor erst ihre frische Hauptuntersuchung erhalten, fährt mit einem Nahverkehrszug nach Donauwörth. Die Lok gehört der Bayernbahn. Die ganze Veranstaltung wurde organisiert vom Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Im Vordergrund seht ihr schon ein ausgekreuztes KS-Signal. Nördlingen sollte schon seit knapp einem halben Jahr am ISTW sein, doch es gibt natürlich wie immer Verzögerungen. Deswegen war diese Fotoveranstaltung nochmals möglich. Im Hintergrund habt ihr auch den großen Kirchturm gesehen. Der Kirchturm heißt Daniel von der St. Georg-Kirche und von dort aus hat man übrigens einen wunderschönen Ausblick über den Ries. Nun befinden wir uns in Würnitzstein. Hier gab es einmal die Kreuzung zwischen dem Regionalzug mit 139314 sowie mit 110262 mit dem Leerzug Gerd Müller, welcher in Richtung Nördlingen fuhr.
Nun verfolgen wir etwas den Eilzug mit 110-262 in Richtung Nördlingen. Der Tag war noch jung und somit noch relativ kühl. Das änderte sich aber schnell. Nun befinden wir uns wieder in Harburg. Links vom Felsen in etwa, da entstand die erste Aufnahme, die ihr in diesem Video gesehen habt. Und hier sei noch gesagt, hier wurde ich einmal komplett von irgendwelchen Stechviechern zerstochen. Ich wurde zwar schön braun an Armen und Beinen, jedoch waren meine Beine nach diesem Tag ganz schön in Mitleidenschaft gezogen und ich musste extra in die Apotheke mir noch etwas Venestil kaufen. Während Nördlingen auf ESTW umgebaut wird, bleibt der Nachbarbahnhof Möttingen noch mit Formsignale. Hier wird die Technik sogar erneuert. Im Übrigen, aktuell findet nur Zugverkehr zwischen 6 und 18 Uhr auf dieser Strecke statt. Der Personennahverkehr wird dann mit Schienenersatzverkehr gefahren. Grund dafür ist, dass die Fahrdienstleiter Nördlingen schon andersweitig verplant worden sind und deswegen aktuell auch nicht verfügbar sind, da Nördlingen ja schon ESTW sein sollte. Aber für uns wurde an diesem Tag übrigens eine Ausnahme gemacht, da wir bis 20 Uhr gefahren sind. Während der Eilzug in Nördlingen angekommen ist, hatten wir noch etwas Zeit, etwas Frühstück zu organisieren. Nun kommt 139-314 mit ihrem Eilzug aus Donauwörth wieder, hier im Bahnhof Möttingen. Nun befinden wir uns an einem Bahnübergang zwischen Nördlingen und Möttingen. 139-314 bespannte dann in Nördlingen den Eilzug und fuhr nochmals nach Harburg.
Diese Aufnahme entstand an der Würnitz bei Hoppingen. Nun sind wir wieder in Harburg. Dieses Mal mit einem komplett kitschigen Motiv. Schloss, Kirche, Brücke, Wasser und Zug. Mittlerweile ist es Mittag geworden und es war brechend heiß. Knapp 30 Grad waren an diesem Tag. Nun erreichen wir wieder Nördlingen. Von Mittag bis zum Nachmittag wurde dann die Strecke von Nördlingen nach Wassertrüdingen genutzt. V100 1365 zog dabei den kompletten Fotozug einmal nach Wassertrüdingen. Einmal die V100 mit einem Nahverkehrszug sowie V60 661 mit dem Fotogüterzug. Hier zu sehen bei Ahausen bei der Zuführung zur Fotoveranstaltung. Begleiten wir nun etwas die V60 mit ihrem Güterzug in Richtung Nördlingen. Der Würnitzblick über die Brücke in Oettingen darf natürlich nicht fehlen.
Nun widmen wir uns ganz kurz der V11365 mit dem Nahverkehrszug von Wassertüdingen nach Nördlingen. Anschließend folgt dann mein Highlight. Wir verlassen die Dieselstrecke und kehren zurück zur Strecke Nördlingen-Donauwörth. Am Nachmittag gab es einen riesenkräftigen Regenschauer. Es kühlte sich knapp 10 Grad ab auf 22 Grad. Anschließend kam die Sonne heraus und man wurde wieder gekocht. Allerdings bei 22 Grad. Der Boden fing von unten an zu dampfen und es bildete sich ein wunderschöner Regenbogen, als 194-192 mit einem Fotogüterzug anrollte. Nun verlassen wir kurz die E94. Wir widmen uns der Baureihe 151. Eigentlich sollte 151-020 zum Einsatz kommen, allerdings konnte sie krankheitsbedingt nicht überführt werden. Somit sprang 151-001 ein. Wir sind nun wieder zu Füßen vom Schloss Harburg. Hier sehen wir einmal 151-001 und gut 10 Minuten später kam dann 110-262 mit einem Regionalzug hinterhergefahren.
Einige fragen sich sicherlich, warum ich denn mal bei einer Bundesbahnfotoveranstaltung mitmache. Ganz einfach. Ich war schon zweimal beim Rübendamm vom Eisenbahnmuseum Nördlingen mit dabei, fand diese Veranstaltung sehr gut organisiert und ich wollte mal ausnahmsweise über meinen Tellerrand hinausgucken und was Neues sehen. Gut, weiterhin bin ich dennoch kein Fan von Bundesbahnlokomotiven geworden. Ihr seht es schon am Sonnenstand, der 16.8. neigt sich nun langsam dem Ende zu. Wir befinden uns hier am Einfahrvorsignal von Möttingen und nun folgt 194 192, hintendran noch 151 001. Zu guter Letzt folgte ja noch 110-262 mit ihrem Regionalzug von Harburg nach Nördlingen. Meine Freundin wollte langsam dann doch mal in Richtung Hotel, da wir noch essen wollten. Wir hatten ja den ganzen Tag gar nicht so viel gegessen, ich auch. Also beobachteten wir den Zug einfach aus unserem Hotelzimmer. Und wie wir den Vortag ausklingen lassen haben, so beginnt bei uns der 17.08.2024. 001 180 verlässt hier gerade mit einem Sonderzug anlässlich der Nördlinger Dampftage Nördlingen nach Harburg. Wir werden ihn später noch verfolgen. Da dieses eine Nachmittagsfahrt war, haben wir den Vormittag natürlich damit verbracht, nochmals Nördlingen zu erkunden. Der Gang über die Stadtmauer lohnt sich und ich bin dann mal auf den sehr hohen Kirchturm Daniel geklettert und die Aussicht war faszinierend. Nun sind wir wieder in Möttingen. Hier sehen wir die Durchfahrt der 001 180 von Harburg nach Nördlingen. Und wie es der Zufall so will, kam hier noch ein Landsmann aus den neuen Bundesländern, der mich erkannte und mich natürlich fragte, was ich denn hier bei einer Veranstaltung mit Bundesbahnlokomotiven zu suchen habe. Die 01 fuhr dann ab Nördlingen noch weiter nach Gunzenhausen. Hier zu sehen auf der Würnitzbrücke in Oettingen. Und ein See lädt ein zum Baden. Zugefroren. Schade. Doch die Würnitz hatte am 17.08. 24 Grad. Somit war sie warm genug für eine erfrischende Abkühlung. Sehr empfehlenswert in Oettingen ist das Flussfreibad. Als hätte es genau gepasst, gut zwei Stunden später kam dann die 01 wieder zurück von Gunzenhausen nach Nördlingen. Hier zu sehen kurz vor Oettingen auf dem Acker und anschließend sehen wir den Zug nochmal bei der Einfahrt in den Bahnhof Nördlingen am Einfahrsignal, welches dann demnächst beim Umbau auf ISTW leider auch verschwinden wird. Und das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Aber eine kleine Zugabe, die habe ich noch für euch.
Gerne könnt ihr mal nachzählen, wie viel Videoschnipsel ich hier verarbeitet habe. Aber mal ein paar Zahlen. Insgesamt entsprach das die einzelnen Videodateien 110 GB. Und das Rohmaterial ging 1 Stunde und 45 Minuten und gut 90 Minuten saß ich hier am Schnitt und habe dieses Video zusammengeschnitten. Am 18.08. fuhren wir dann wieder zurück nach Hause. Als wir dann im mitteldeutschen Gebiet waren, ließ ich es mir nicht nehmen, in Schkeuditz mal kurz 15 Minuten zu warten, denn 143.637 kam. Diese wurde durch meinen Arbeitgeber Intertourex von der DB Regio angemietet und sie überführte 3 Y-Wagen von Dresden zurück in Richtung Heimat nach Aschersleben bzw. Blankenburg. Sie kam am Tag zuvor bei Stadtrundfahrten durch Dresden von Gleisglück zum Einsatz. Hier sehen wir also den Kollegen mit 143.637 und der Wagenüberführung in Schkeuditz. Endlich wieder vernünftige Fahrzeuge.